Gesichtsbuch sein können und durch den Künstler, Herrn Lothar Götter, herzlich begrüßen darf, in der Predigt angewandt ist zu seinen Sammlung von Gesichtsbildern der Leute finden. Die damals Jünger in Jerusalem einer bunten Menschenmenge aus vielen Nationen gegenübertraten, die können uns die Bilder in unserem Kirchenraum daran erinnern, dass wir als Pfarrgemeinde keine abgeschlossene Gesellschaft sind, sondern eingebunden in die große Menschheitsfamilie, verbunden mit vielen unterschiedlichen Menschen, die heute der Kirche ein Gesicht geben. In dieser großen Gemeinschaft der Kirche grüßen wir zu Beginn den Herrn, der uns in seine Kirche berufen hat, und wir bitten ihn um seinen Geist, damit auch wir in unserer Zeit seine frohe Botschaft bezeugen. Das wird es ja auch heute.
der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auf die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lob sei dir, Christus.
dieses Gesichtsbuch entwickelt? Das ist ein großes Wort. Also ich habe damals, vor 10 Jahren ungefähr, da wurde das Facebook plötzlich so modern und alle Leute haben immer nur in ihre Maschine geschaut und haben ihre besten Seiten immer vorgeführt und ich habe dann die Idee gehabt, das eben mit der Hand zu machen, weil ich ja eigentlich als Künstler ist man ja auch ein Handwerker und habe dann den Menschen gebeten, mir ihre Fotos zu posten, mir sozusagen ihr Gesicht zu leihen und ich habe es dann mit meinen Mitteln ausprobiert. Hat die Größe der Bilder einen bestimmten Grund? Ich bin beim Malen und beim Zeichnen eher einer, der aus dem Körper heraus zeichnet und nicht einer, der sich so klein hinsetzt. Und das macht sich ja dann auch im größeren Rahmen ganz gut, wenn die Sachen etwas größer sind. Ist das Projekt schon abgeschlossen oder? Darf man die noch funktionieren? Es gibt immer so Höhen und Tiefen, es gibt immer Zeiten, da tritt es wieder zum Vorschein und dann kommen auch oft neue Bilder dazu und dann mache ich einfach jeden, der mir ein Bild schickt, der wird dann gezeichnet und ist dann quasi in der Runde oder wer ist dann dabei. Wo sehen Sie eine Verbindung zwischen Ihren Zeichnungen einzigartiger Menschen hier im Kirchlau und dem Pfingst, das heute, das wir feiern? Wenn jetzt die Bilder oben hat, weil wir auch die Apostel sind. Ja, am Pfingsten hat sich ja der kleine Kreis geöffnet und die Welt ist sozusagen hinzugekommen als Betätigungsfeld der Jünger und insofern passt das, glaube ich, ganz gut dazu, weil so viele verschiedene Menschen sind, die alle ihre Eigenheiten und ihren eigenen Charakter haben und trotzdem sich einfügen in eine Reihe oder in einen Kreis. Vielen Dank. Die Gemeinde der Leiter der Abteilung Kunstpastoral in der Herbst, der Wahlbeschreibung Dr. Ulrich Schäfer, der uns diese Ausstellung vermittelt hat, der Göttner vermittelt hat, hat uns auch seine Gedanken zu dieser Ausstellung am Pfingsten geschrieben. Er kann selber heute nicht da sein. Ich möchte einfach ein paar Auszüge daraus aus seinen Gedanken weitergeben. Er schreibt unter anderem: Corona hat es erforderlich gemacht, dass Menschen auf Abstand gehen, dass Menschen größere Teile des Gesichts, Mund und Nase bedecken, um niemanden zu gefährden. Umso entscheidender ist es in dieser Zeit, sich im Herzen offen zu begegnen und Gesicht zu zeigen für eine gerechte und menschliche Welt. Am Pfingsten feiert die Kirche, dass die ehrliche innere Begeisterung von Menschen für Menschen aller Kulturen und Sprachen verständlich ist. Jeder konnte sie in seiner Sprache richtiger als es in der Apostelgeschichte. Das heißt, dass sich Menschen, wenn sie sich mit dieser Offenheit und diesem Wohlwollen begegnen, sich dann auch wirklich innerlich verstehen, sich sehen und erkennen können. Die Gemeinde gerade im Kirchenraum ist der Blick auf den einzigartigen Menschen, Ebenbild Gottes, mit unverwechselbarer und unveräußerlicher Würde besonders berührend. Die Bilder dieser Ausstellung, sie laden ein, Blickkontakt aufzunehmen und dem Gegenüber den einzigartigen Menschen zu entdecken, in dem Gott selbst uns begegnen wird und sich bewusst zu machen, dass jeder und jede, so wie er und sie ist, von Gott geschaffen, geliebt und angenommen ist, auch jeder von uns. Die Gelegenheit zu dieser Begegnung mit den Gesichtern nach dem Gottesdienst, aber mehr Ruhe, muss ich das.
Wenn du hier ein Gebet oder so bist, unser Glauben an den Gott, der uns annimmt, wie wir sind, der uns alle seinen Geist erfüllen will. Erhöre uns durch dein Wort.
Bringen wir so das Brot.
Schenke uns auch Heiland Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Reinhard und allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Thank you.
steht das Lamm Gottes, das im Leben die Sünde erweckt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja.
meine, am Ende der Osterzeit wird die rote Kerze und wieder die Taufkapelle, Taufbecken getragen, verkauft, wo sie dann das Jahr über ihren Platz hat und wo bei der Taufe dann die Kerzen neu getauft und gezündet werden.
meine, wenn Sie ein paar Hinweise. Morgen am Pfingstmontag feiern wir den Sonntagsdienst um 8:45 Uhr mit der Krieger- und Soldatenkameradschaft in Torfing auf dem Parkplatz bei dem Friedhof. Um 10:30 Uhr haben wir dann in Sassing den Fahrgottesdienst auf dem Schulhof bei hoffentlich trockenem Wetter. Am Pfingstmontag morgen um 18 Uhr laden wir dann ein zum Tag der ewigen Anbetung, seiner eucharistischen Anbetung hier in der Pfarrkirche, die um 20 Uhr mit einer Meier abgeschlossen wird, die Lichterprozession und das Leihfeuer auch nochmal entfallen. Man kann den Freitag um 18 Uhr mit dann der Frauenrunden an den Kurving ein, der Meier hier in der Pfarrkirche mit der Kerama auf dem Dienst. Um 19 Uhr haben wir in der Inning eine Meier am Wagnerkreuz, nicht auf dem Schulhof, in dem Mannerlich zunächst angekündigt wurde. Das Wagenkreuz wurde renoviert und wird dieser Meier gesegnet. Auf der Christi Himmelfahrt geplant, muss der aber wegen des Wetters verschoben werden am kommenden Freitag. Dann habe ich schon eingeladen zur Ausstellung im Lebensbuch hier in der Kirche. Nochmal die Öffnungszeiten am Montag ab 16 Uhr, am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und am kommenden Samstag ab 17 Uhr. Dankeschön, dass wir dann wieder Kirchenmusik sagen, Instrumentalisten, Instrumentalisten der Leitung von Frau Kroma, am Dirigentenpult und Herrn Meier an der Frage. Frau Kroma, habe ich an der Stelle zum gestrigen Geburtstag noch herzlich gratuliert. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jünger durch die Einwiesung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Amen. Jedes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige eure Herzen und entzünde in euch die göttliche Liebe. Amen. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja.